Der indische Premierminister Narendra Modi schlug bei der UN-Vollversammlung am 27. September 2014 vor, einen internationalen Yogatag einzuführen. Es ist mir eine große Freude, den Premierminister der Republik Indien zu begrüßen, seine Exzellenz Narendra Modi. Heute möchte ich Sie auf ein anderes Thema aufmerksam machen. Wenn wir über Klimawandel sprechen, über ganzheitliche Medizin, über den Einklang mit der Natur und über die Reduzierung auf das Wesentliche, dann möchte ich etwas zu diesem besonderen Thema sagen. Yoga ist ein altes, an uns überliefertes Geschenk von unschätzbarem Wert. Yoga symbolisiert das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist, Gedanke und Handlung, Verwirklichung und Selbstkontrolle und die Einheit von Mensch und Natur. Es bietet eine umfassende Sicht auf Gesundheit und Wohlbefinden. Yoga ist nicht nur körperliche Betätigung, sondern auch ein Weg zum Einklang mit sich selbst, mit der Welt und mit der Natur. Yoga unterstützt die Änderung zu einer bewussten Lebensweise und bestärkt uns so in unserem Kampf gegen den Klimawandel. Um weiter diese Richtung verfolgen zu können, bitte ich um die Einführung eines internationalen Yoga-Tags. Yoga ist seit dem Ursprung in Indien vor 5000 Jahren bis zur heutigen Praxis in modernen Fitnessstudios, Schulen und Parks weltweit der beliebteste ganzheitliche Sport. Yoga hilft Millionen Menschen, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu steigern und dabei Gleichgewicht, Harmonie, innere Ruhe und Freude zu finden. Yoga überschreitet religiöse, geografische, ethnische und kulturelle Grenzen. Es hilft den Menschen, gesünder und ruhiger zu werden und harmonisch miteinander auf einem nachhaltigen und friedlichen Planeten zu leben. Doch was ist eigentlich Yoga und wie praktiziert man es? Kann uns Yoga wirklich mit der Natur und unserem tiefsten Inneren in Einklang bringen? Dies ist eine Reise in die Welt des Yoga. Jedes Jahr machen sich im Februar weltweit tausende Menschen auf den Weg nach Indien, zu den heiligsten Stätten in Rishikesh im Himalaya, um dort Yoga zu erlernen, zu erleben und sich auszutauschen. Das einwöchige internationale Yoga-Festival zieht Yogis aus über 50 Ländern an, die hier an Workshops, Kursen, Meditationen und Einführungen teilnehmen und Gespräche mit noch lebenden Yogameistern führen. Dies ist heute das größte globale Zusammentreffen von Yoga-Lehrern aus der ganzen Welt. Erst als ich nach Indien kam, verstand ich die wahre Bedeutung von Yoga und die Verbindung. In Indien machte ich Yoga nicht nur mit dem Körper, sondern mit dem Körper, dem Geist, den Gedanken, den Gefühlen, der Seele. In Indien bekam ich einen Einblick in das wahre Yoga, die Verbindung zwischen uns und dem Göttlichen. Ich war immer krank, immer. Ich weiß nicht warum. Ich entschied mich zu kündigen und mit Yoga anzufangen. Seitdem ist mein Leben viel bunter und hat viel mehr Bedeutung.
Ich bin jetzt zum 8. Mal beim Internationalen Yoga-Festival. Ich komme hierher, um von den Meistern zu lernen, um zu beobachten, zu wachsen und mich weiterzuentwickeln. Yoga bedeutet für uns Einheit und Liebe, innere Liebe und Frieden. Als Student war ich ziemlich krank. Da kam ich auf Yoga. Ich fing an zu praktizieren und wurde wieder völlig gesund. Sogar gesünder als vorher. Ich war sehr erstaunt. So begann mein starkes Interesse an Yoga. Doch wo hat das alles angefangen? Die Menschheit hat seit jeher Schwierigkeiten, im Einklang mit der Natur zu leben. Ihre Bedürfnisse stehen oft im Widerspruch zu dem, was für den Planeten am besten ist. Irgendwann in Indiens langer Geschichte richtete sich der Wunsch nach einer harmonischen Beziehung zwischen Mensch und Natur nach innen. Diese Reise ins Innere wurde weithin bekannt als Yoga. Die Ursprünge des Yoga liegen vor 5000 Jahren in der Indus-Sarasvati-Kultur. Archäologen entdeckten Schnitzereien, Siegel und Artefakte, die typische Yoga-Übungen, Haltungen und Grüße darstellten, wie sie auch in den späteren Abbildungen von Pashupati, Rudra und dem Gott Shiva zu sehen sind. Shiva gilt als der erste und ursprüngliche Yogi, der den Menschen die Kunst und Wissenschaft des Yoga lehrte. Diese Verbindung ist heute noch sichtbar in den Sadhus, Yogis und Mystikern, die durch Indien, Tibet und Nepal reisen. Das Wort Yoga kommt aus dem Sanskrit. Der Begriff verbreitete sich im allgemeinen Sprachgebrauch während des vedischen Zeitalters, etwa 1000 vor Christus. Die Wurzel des Wortes ist Yuj und bedeutet sich verbinden, sich vereinen, sich ausrichten oder sich halten. Das Wort steht für die Verbindung unseres Selbst mit unserem tiefsten Inneren und mit der Natur, die Rückkehr zum Ursprung. Die Grundlagen der Yoga-Philosophie entspringen der Samkhya-Philosophie, in der das Universum als eine Dualität zwischen Purusha und Prakriti, also Bewusstsein und Natur, beschrieben wird. Yoga war schon damals in Indien weit verbreitet und tauchte schließlich in den vedischen Schriften auf, besonders in den Upanishaden und den Lehren des Buddhismus und des Jain. Laut der Upanishaden gibt es 4 verschiedene Yoga-Praktiken: Mantra, die Wiederholung heiliger Laute, Laya, die andächtige Verbindung zu einem höheren Wesen, Hatha, die Kanalisierung der Lebensenergien, und Raja-Yoga, das später als Dhyan oder Ashtanga-Yoga bekannt wurde. Jede Form von Yoga, die heute auf der Welt praktiziert wird, findet ihren Ursprung in einer dieser 4 Grundarten. Im 2. Jahrhundert vor Christus kodifizierte Patanjali die Lehren des Yoga in Schriften, die als die Yoga-Sutras des Patanjali bekannt wurden. Atha Yoganushasanam. Om, jetzt wird Yoga genau erklärt. Yoga bedeutet, den Geist zur Ruhe zu bringen, sodass der Seher das wahre und ursprüngliche Selbst sehen kann. Laut Patanjali ist das Ziel von Yoga, die Verbindung mit der Außenwelt zu überwinden und dadurch das innere, wahre Bewusstsein zu erkennen. Die Taittiriya Upanishad besagt, dass der Mensch aus 5 Schichten besteht, den 5 Koshas, die im Einklang miteinander sind. Wenn die Koshas aus dem Gleichgewicht geraten, führt das zu Disharmonie, Krankheit und Leid. Wenn sie aber durch Yoga zusammengebracht werden, führt das zu perfekter Gesundheit, einem meditativen Geist und reiner Glückseligkeit. Die innerste Schicht ist der physische Körper, der Anamaya Kosha. Darüber liegt der Energiekörper, die Lebenskraft, bekannt als Pranamaya Kosha. Danach kommt der Mentalkörper, die Welt des Geistes, bekannt als Manomaya Kosha. Darüber liegt der Weisheitskörper, die Schicht des höheren Geistes und der Intuition, genannt Vijnanamaya Kosha. Und schließlich der höchste Zustand des Seins oder auch der Zustand völliger Glückseligkeit, der Anandamaya Kosha. Prana
Die Lebenskraft oder Lebensenergie in jedem Lebewesen fließt durch die 5 Schichten und verbindet sie miteinander. Um die Koshas aufeinander abzustimmen und wieder Harmonie herzustellen, verschrieb Patanjali den Yogis das Ashtanga-System, auch bekannt als der 8-gliedrige Pfad. Das erste Glied, Yama, leitet den Yogi in seinem Verhalten gegenüber seiner Umgebung. Das zweite Glied, Nirma, leitet den Yogi in seinem Verhalten gegenüber sich selbst. Das dritte Glied, Asana, ist die Praxis der Körperübungen, mit der die pranische Energie gelenkt und der Geist beruhigt wird. Asana ist das, was die meisten Menschen heute unter Yoga verstehen. Das vierte Glied, Pranayama, ist die Praxis der Atemübungen. Dabei wird Prana, die Lebenskraft oder Lebensenergie des Universums, durch die Koshas zirkuliert und ist damit eine wichtige Praxis für das persönliche Gleichgewicht und Wohlbefinden. Das fünfte Glied, Pratyahara, ist die Fähigkeit der Selbstkontrolle und die Beherrschung der Sinne, um im Leben ausgeglichen und losgelöst zu bleiben. Die letzten 3 Glieder heißen Antarangas. Sie sind die inneren Glieder des Yoga, die Glieder, die den Geist beherrschen. Dharana ist die Konzentration des Geistes auf einen einzelnen Gedanken oder Gegenstand. Das kann der Atem sein, ein Objekt, ein Wort oder ein Bild. Dhyana ist der Zustand tiefer Meditation, der erreicht wird, wenn man sich seines Körpers, seines Geistes und seiner Umgebung gleichermaßen bewusst ist und man sich auf die vollkommene Stille zubewegt. Und schließlich das letzte Glied des Yoga, Samadhi. Hier ist der Geist völlig in Meditation versunken und komplett still. Der Meditierende, der Gegenstand seiner Meditation und seine Umgebung werden eins. Über Samadhi hinaus erlebt der Yogi Kaivalyam die völlige Freiheit, untereinander die reine Glückseligkeit. Wenn man die ersten 5 Glieder gewissenhaft praktiziert, werden die letzten 3 Glieder automatisch eintreten. Durch diese Praxis bringt der Yogi seine Koshas in einen perfekten Einklang mit der Natur und dem Kosmos. Yoga ist Dana. Dana ist der Anfang des wahren Yoga. Wenn wir meditieren, entsteht eine wunderbare Synergie und eine innere Veränderung. Diese Veränderung macht uns zu besseren Menschen und bessere Menschen schaffen eine bessere Gesellschaft. Die indische Regierung errichtete ein Ministerium namens Ayush, das sich den alten indischen Weisheiten und Kenntnissen der Medizin widmet und gründete das Morarji Desai National Institute of Yoga zur Kodifizierung, Erhaltung, Dokumentation, Verbreitung und zum weltweiten Unterrichten des klassischen traditionellen Yoga. Das Institut bietet verschiedene Kurse und Diplome in Yoga an und verwaltet ein Netzwerk aller Lehrer, Schulen und Klassen in Indien und auf der ganzen Welt. Die Weltgesundheitsorganisation hat Yoga als traditionelle indische Medizin anerkannt. Das Institut wird darin finanziert, weiterhin Forschungen durchzuführen und die Yoga-Lehren in allen Mitgliedsländern der Welt zu verbreiten. Indien ist der Auffassung, dass Yoga jedem gehört und dass traditionelles klassisches Yoga auf der ganzen Welt auf offene und transparente Weise geteilt werden sollte. Das Institut hat die größte digitale Yoga-Bibliothek mit Haltungen, Lehren, Schriften und Techniken angelegt. Im Laufe Indiens langer Geschichte gehörte Yoga stets zum Alltagsleben dazu. Die meisten Religionen und Philosophien benutzten Yoga-Praktiken in ihren Methoden und Ritualen. Im Mittelalter gab es 2 große Lehrer, die Yoga in der Praxis wiederbelebten. Im 8. Jahrhundert brachte Adi Shankara die Upanishaden und Yoga wieder ins allgemeine Bewusstsein. Ungefähr zur gleichen Zeit sorgte Gorakshanath von der Nath Sampradaya-Linie für die Wiedergeburt des Hatha-Yoga. Bis zum 18. Jahrhundert hatte sich Yoga zu einer sehr abgeschiedenen, klösterlichen Praxis entwickelt und war aus dem Leben der einfachen Inder völlig verschwunden. Erst im 20. Jahrhundert erlebte Yoga eine erstaunliche Wiederkehr. Yoga ist Indiens Geschenk an die Welt. Viele indische Lehrer machten seit den 1890er Jahren
Yoga auf der ganzen Welt populär. Swami Vivekananda zum Beispiel verbreitete 1893 Vedanta und Raja Yoga und Swami Yogananda machte 1920 die Welt mit Kriya und Kundalini Yoga bekannt. Große Lehrer wie Swami Shivananda, Swami Rama, Swami Satchitananda, Swami Kuvalayananda, Sri Yogendraji und andere bedeutende Yogis verbreiten weltweit auch die tieferen Aspekte des Yoga. Einer der einflussreichsten Yoga-Lehrer des 20. Jahrhunderts war Sri Krishnamacharya, der auch persönlicher Lehrer des Maharajas von Mysore war. 1930 begann er in Indien erste öffentliche Vorführungen von Hatha Yoga zu geben. Seine Schüler BKS Iyengar, K. Pattibha Joyce und sein Sohn Desikacharya wurden drei der führenden Vertreter des Yoga und trugen maßgeblich dazu bei, die Lehren weltweit zu verbreiten. Iyengar Yoga und die Ashtanga Vinyasa Schulen von Joyce entwickelten sich zu den führenden Yogaschulen in Europa und den USA. 1965 wurde Iyengars wegweisendes Buch Light on Yoga in 17 Sprachen übersetzt und war damit der erste globale Yoga-Führer. Ich bin sehr glücklich, dass Yoga, nachdem es völlig in Vergessenheit geraten war, jetzt wieder wie Pilzsamen überall auftaucht. Zumindest wurde ein Anfang gemacht. Und wenn ein Anfang gemacht wurde, also die Samen gepflanzt wurden, wird es sich im Laufe der Zeit immer mehr verbreiten. Yoga hat sich heute über diese ersten Vorreiter weit hinaus entwickelt. Lehrer wie Sri Sri Ravi Shankar, Pooja Swamiji, Baba Ramdev, Swami Niranjan und Sadhguru Jaggi Vasudev halten die Flamme des klassischen Yoga weltweit am Brennen. Bend more and smile. Wow. What a pose.
Auf meiner Matte denke ich oft an die vielen Dinge im Leben, die mir Herausforderungen stellen. Yoga passiert nicht nur auf der Matte. Yoga ist in einem drin. Ich habe begriffen, dass Yoga Dinge verändern kann. Man kann sich damit sogar selbst verändern und eine sehr nette Person werden. Die Vorteile des Yoga werden inzwischen auch von der Wissenschaft und Schulmedizin anerkannt. In Indien sind die Heilkräfte des Yoga schon seit tausenden Jahren bekannt. Yoga zusammen mit Ayurveda ist in der indischen Medizin ausschlaggebend bei der Krankheitsprävention, der Förderung eines höheren Bewusstseins und bei der Behandlung des Wohlbefindens, wodurch der Praktizierende persönliche Freiheit erlangt. Die Yoga-Forschung an Indiens neurowissenschaftlichem Institut NIMHANS, finanziert von Ayush, hat erstaunliche Resultate erzielt. Wir haben unter Anwendung einer MRT die Auswirkungen von Yoga auf das Gehirn untersucht. Einige Bereiche im Gehirn verbessern sich durch Yoga. In manchen Situationen hat das Singen von Om eine Verbesserung in bestimmten Gehirnbereichen hervorgerufen. Wenn man Om singt oder man liest den Koran oder die Bibel, wenn man länger laut liest, beginnt es irgendwann in den Ohren zu schallen. Von den Ohren wandert die elektrische Aktivität nach unten und steigt dann wieder nach oben. Beim Aufstieg erzeugt sie eine beruhigende Wirkung. Die SV Asa-Universität ist ein weiteres führendes Forschungsinstitut für wissenschaftliche Untersuchungen zur Heilkraft von Yoga. Es wurde von dem ehemaligen NASA-Wissenschaftler Dr. H. Nagendra gegründet. Das moderne Forschungszentrum für Yoga und Neurophysiologie ist von dem Indischen Rat für medizinische Forschung anerkannt. Es bietet Yoga-Unterricht, veröffentlicht regelmäßig internationale Artikel und beherbergt Arogya Dharma, ein einzigartiges Yoga-Therapiezentrum mit stationärem Bereich. Es ist klinisch erwiesen, dass durch Yoga Angst und Stress reduziert und die Gehirnaktivität und Gene erheblich verbessert werden. Ich hatte gerade eine sehr starke Drogensucht hinter mir. Ich lief in San Francisco eine Straße entlang und sah ein großes Schild, auf dem Yoga stand. Eine Frau unterrichtete dort. Sie konnte sich auf eine Art verbiegen, wie ich es nie für einen Menschen möglich gehalten hätte. Sie war dabei so elegant und stark und anmutig. Sie hatte einfach die völlige Freiheit. Ich hatte lange in meiner Sucht festgesteckt und war auf der Suche nach Freiheit. Sie war die körperliche Manifestation von dem, was ich mein Leben lang gesucht hatte. Das hat mich völlig in den Bann gezogen und da habe ich angefangen, Vinyasa Yoga zu praktizieren. Die Yoga-Praxis führt zu persönlichem Gleichgewicht, Wohlbefinden, Glück und der Freiheit, sein Leben voll zu genießen. Da sich weltweit immer mehr Menschen dem Yoga zuwenden, erleben wir möglicherweise bald den Anfang eines globalen Bewusstseinswandels und damit den ersten Schritt in eine ausgeglichene und harmonische Welt. Durch die Yoga-Praxis werden wir zu bewussteren Verbrauchern und zu allgemein besseren Menschen mit einem verstärkten Umweltbewusstsein und guten Führungsqualitäten. Das ist die Macht von Yoga. Für die Welt kann das nur Gutes bedeuten. Am 11. Dezember 2014 erklärten die Vereinten Nationen den 21. Juni zum Internationalen Yoga-Tag. 177 Nationen unterstützen die Resolution. Ein Rekord in der Geschichte der UN.
Is it true?